Wie die meisten von euch wissen, bin ich aktuell zu 100% sowohl in den Aktienmärkten als auch in den Kryptomärkten investiert und das, obwohl die meisten Leute und Experten aktuell davon ausgehen, dass wir im Jahr 2024 in den USA eine starke Rezession und damit einhergehend einen gewaltigen Crash erleben werden. Doch ob das jetzt wirklich alles so stimmt und ob wir uns jetzt wirklich große Sorgen machen müssen, werden wir in diesem Video endgültig klären. Ich habe selbst nämlich während der Korrekturmonate August, September, Oktober immer wieder darauf hingewiesen, dass es gute Monate sind, um zum Beispiel Aktienkurse zu verbilligen oder sich generell dafür zu entscheiden, in die Aktienmärkte einzusteigen. Nichtsdestotrotz haben sich viele Menschen bei mir gemeldet, haben ihre Sorgen geäußert, haben gesagt, ey, ich habe Panik, ich steige doch lieber aus. Und das, obwohl ich euch immer wieder bewiesen habe, dass die beide Dip-Strategie an den Aktienmärkten zumindest aktuell die beste Strategie ist und man damit wirklich verdammt viel Geld verdienen kann. Deswegen werden wir uns jetzt heute einmal intensiv mit dem Thema beschäftigen, ob wir uns jetzt wirklich auch in einem echten Bullenmarkt befinden. Und zum anderen werden wir auch einmal über das Jahr 2024 und die darauffolgenden Jahre sprechen, also wie sich die Aktienmärkte dort noch entwickeln könnten. Ich habe mir jetzt also die Mühe gemacht, ganz viel recherchiert, einige Daten und Fakten hierbereitet. Solltest du also dieses Video gut finden und sollte dir der Inhalt hier gefallen, dann kannst du mich sehr gerne kostenlos unterstützen. Mach einmal kurz auf Pause, hilf mir dabei, die 10.000 Abonnenten noch dieses Jahr zu knacken. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, aktivier die Glocke, dann bleibst du up to date und das Allerwichtigste, schreib mir gerne deine These und Meinung zu den Aktienmärkten mal unten in die Kommentare. So, verschwenden wir keine weitere Zeit und klären als erstes, ob wir uns jetzt aktuell tatsächlich über dem Berg befinden und ob es jetzt ein echter Bullenmarkt ist. Und das erste sehr bullische Signal, was auch nicht so oft vorkommt, was uns einmal zeigt, dass wir jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass es ein echter Bullenmarkt ist und dementsprechend auch die nächsten Monate sehr bullig sein werden, ist einmal der 20-Day-Breath-Frust-Indicator. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Aber auf jeden Fall geht es hier einmal um einen schnellen Anstieg an den Aktienmärkten, die auch nicht so oft vorkommen. Aber jedes einzelne Mal, wenn wir das sehen oder jedes einzelne Mal, wenn wir hier eine schnelle Bewegung haben, zum Beispiel nach oben, dann sehen wir, dass die Aktienmärkte sich hier tatsächlich sehr positiv entwickeln. Und in den meisten Fällen sehen wir auch, dass 12 Monate danach die Aktienmärkte sich im Plus befinden. Lediglich ein einziges Mal können wir zum Beispiel sehen im Jahr 2002, dass die Aktienmärkte sich dort nicht im Plus befinden. Zusätzlich wird gerade in den USA auch immer wieder das Thema Finanzstabilität ganz heiß diskutiert. Viele Experten warnen immer wieder davor, dass aufgrund der hohen Zinslage, die wir ja aktuell haben, die Finanzstabilität wie im Jahr 2008 noch einmal aus den Rudern gerät, alles vor die Wand läuft und deswegen auch die Aktienmärkte noch einmal crashen. Wir haben ja auch zum Beispiel dieses Jahr gesehen, dass das Rating in den USA noch einmal abgestuft wurde. Viele Menschen haben daraufhin Panik bekommen, haben angefangen, Aktien zu verkaufen, weil sie die Situation nicht richtig einschätzen konnten. Und wir haben hier diese bilderbuchmäßige Korrektur in den Monaten August, September, Oktober live mitverfolgt. Und während dieser Zeit habe ich noch einmal darauf hingewiesen, dass wir genau das gleiche Szenario schon mal im Jahr 2011 hatten. Daraufhin haben auch die Aktienmärkte in den Monaten August, September, Oktober korrigiert, bevor dann die ganz große Rallye wieder weiterlief. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, Leute, der Dip wird eine super Gelegenheit sein, um zum Beispiel einzusteigen oder seine Kurse zu verbilligen. Das Interessante ist jetzt ein ganz anderer Index bzw. Indikator, wie auch immer man das betiteln möchte. Und zwar geht es hier um die insgesamte finanzielle Gesundheit in den USA. Hier haben wir nämlich einmal den Index Chicago Fed National Financial Conditions. Und dieser Index bemisst die allgemeine finanzielle Gesundheit bzw. finanzielle Stabilität in den USA. In den fließen ganz viele verschiedene Daten rein, wie zum Beispiel die Zinssätze, die Kreditbedingungen, die allgemeine Performance an den Aktienmärkten oder auch verschiedene Währungsbewegungen. Also da sind wirklich viele verschiedene Daten, um dann diese allgemeine finanzielle Gesundheit in den USA zu bemessen. Und jedes einzelne Mal, wenn wir hier zum Beispiel über den Nullpunkt hinausgehen, dann sagt es uns aus, dass es jetzt aktuell nicht so gut aussieht. Man sollte sich vielleicht darauf gefasst machen, dass nicht nur eine Rezession kommen wird, sondern auch dementsprechend ein gewaltiger Crash. So konnten wir zum Beispiel hier 1970 sehen, hier hatten wir einen extremen Spike, das gleiche auch zum Beispiel 1980 oder auch im Jahr 2008. Aktuell können wir aber ganz klar erkennen, im Jahr 2023 sind wir weit unter dem Nullpunkt. Also wenn wir hier noch einmal reinzoomen, dann sehen wir ganz klar, wir sind aktuell unter dem Nullpunkt und das letzte Mal über dem Nullpunkt waren wir im Jahr 2020 während dieses Flash-Crashes. Aber es gibt auch noch weitere eindeutige Hinweise und auch Indikatoren, die beweisen, dass wir uns aktuell in einem echten Bullenmarkt befinden und deswegen auch keinen Bärenmarkt so schnell nochmal sehen werden. Hier zum Beispiel auch der Verlauf vom S&P 500 in den Jahren 1972 bis 75, 2000 bis 2003
und 2007 bis 2010. Hier unten haben wir einen Momentum-Indikator, der uns ganz klar zeigt, wenn wir unter die Nulllinie fallen, dann sind wir in einem Bärenmarkt. Und solange wir unter der Nulllinie laufen, ist es egal, ob die Aktienkurse steigen oder fallen. Wir sind dann offiziell in einem Bärenmarkt. Und erst wenn wir es schaffen, über die Nulllinie hinauszulaufen, erst dann beginnt auch der echte Bullenmarkt. Und hier könnt ihr das ganz klar erkennen. In all diesen drei Bärenmärkten sind wir während des Bärenmarktes, egal wie die Kurse sich entwickeln, unter der Nulllinie. Und erst wenn wir über die Nulllinie hinauslaufen, erst dann ist der Bärenmarkt bezwungen und danach fängt dann auch halt in den nächsten Jahren der Bullenmarkt an. Und wenn wir uns jetzt das Jahr 2021 anschauen, dann werden wir genau das erkennen. Wir können tatsächlich sehen, dass wir jetzt wirklich im Jahr 2023 geschafft haben, über die Nulllinie bei diesem Momentum-Indikator hinauszulaufen und seitdem uns auch jetzt über dieser Nulllinie bewegen. Und selbst jetzt in diesem Dip, den wir dann sehen konnten, das absolute Tief dann im Oktober, haben wir jetzt die Nulllinie nicht unterschritten. Und auch der Nasdaq ist aktuell extrem bullisch, wenn man sich zum Beispiel den Entered VWAP Indikator anschaut. Hierbei geht es um den gleitenden Durchschnitt und solange wir uns über den Linien befinden, sind wir in einem Aufwärtstrend. Und hier sieht man ganz klar, dass wir logischerweise während des Bärenmarktes unter die Linien gefallen sind, aber seit dem Tief im Jahr 2022 sind wir so weit gestiegen, dass wir es geschafft haben, über die Linien drüber zu kommen und auch die Korrektur August, September, Oktober hat nicht ausgereicht, um den Kurs wieder darunter zu drücken. Dementsprechend bewegen wir uns aktuell wirklich in einem echten Aufwärtstrend und später wird man auch wirklich einige Indikatoren sehen, die ganz klar beweisen, dass wir uns aktuell in einem übergeordneten Bullenmarkt befinden und deswegen uns demnächst auch keine Sorgen machen müssen. Sollte das aber dem einen oder anderen immer noch nicht ausreichen und nicht beweisen, dass der Bärenmarkt jetzt erstmal vorbei ist und wir deswegen auch ein gutes Jahr haben werden, um zu investieren, dann kann man sich auch einen weiteren Indikator anschauen und zwar die Ichimoku Cloud. Hier können wir zum Beispiel einmal den normalen Verlauf sehen, wie das Ganze dann aussieht, 1994 bis 2023. Und hier sieht man das eigentlich sehr simpel dargestellt. Wenn wir uns in dieser grünen Wolke bewegen, dann sind wir in einem Bullenmarkt. Wenn wir uns in dieser roten Wolke bewegen, dann sind wir in einem Bärenmarkt. Also eigentlich sehr, sehr simpel. Und immer wieder zwischendurch sieht man hier ganz kleine rote Wölkchen. Das sind dann einfach nur zyklische Bärenmärkte oder Korrekturen, die dann zwischendurch auftreten. Für uns entscheidend ist logischerweise, wenn wir uns ja wirklich in einem echten Bärenmarkt befinden, was kann denn darauf hindeuten, dass dieser Bärenmarkt auch wirklich überwunden ist. Und dafür müssen wir uns einfach nur die Daten anschauen. Denn zum einen hatten wir ja schon mal einen echten Bärenmarkt 1971 bis 1976. Dort konnte man ganz klar sehen, dass die Kurse unter diese Wolke gefallen sind. Die Wolke ist auf rot geswitcht und der Bärenmarkt hat auch so lange angehalten, bis die Kurse es geschafft hatten, sich über die Wolke zu bewegen. Das heißt, erst wenn die Kurse über die Wolke steigen und egal, ob die Wolke dann rot oder grün ist, dann wird man auch erkennen, dass man tatsächlich es geschafft hat, aus dem Bärenmarkt auszubrechen und danach sind die Kurse eigentlich nur noch gestiegen. Während dieser gesamten Zeit, wenn man dann quasi Spikes nach oben hatte, hätte man wissen können, dass es keine echte Rallye ist, sondern halt eben eine Bullenfalle. Und wenn wir uns zum Beispiel noch weitere Bärenmärkte anschauen, wie natürlich sehr, sehr bekannt die Dotcom-Blase 1999 bis 2003, dann können wir dort genau das gleiche Muster erkennen. Wir können sehen, die Kurse sind unter die Wolke gefallen, sind ganz lange unter dieser Wolke gelaufen, bis wir es dann irgendwann geschafft haben, im Jahr 2003 mit dem Kurs über die Wolke zu kommen. Danach wird das Ganze dann natürlich logischerweise auch irgendwann grün und von da an steigen die Kurse einfach nur noch weiter und weiter. Das gleiche Spiel auch in der Finanzkrise 2008. Dort konnte man schon vorher sehen, im Jahr 2004, dass wir mit den Kursen unter die Wolke gefallen sind. Danach waren wir sehr, sehr lange unter dieser Wolke und erst wenn die Kurse dann wirklich sich über diese Wolke nach oben bewegt haben, sind wir offiziell in einem Bullenmarkt und alles, was danach kommt, sind dann einfach nur kleinere Korrekturen, die man dann mit dieser Beide-Dip-Strategie sehr schön für sich nutzen kann. Das Schöne hierbei ist tatsächlich, wenn man sich jetzt den Verlauf von diesem Bärenmarkt einmal anschaut, also das heißt 2021 bis 2023, dann werden wir dort genau das gleiche Muster sehen. Wir sehen, dass wir jetzt aktuell uns über die Wolke bewegt haben mit den Kursen, was ein ganz klares Signal ist, dass wir jetzt aktuell aus dem Bärenmarkt uns hinaus bewegt haben und das nächste, was jetzt passieren kann, sind nur noch Korrekturen und erstmal kein echter Bärenmarkt mehr. Das alles sind natürlich nur Indikatoren und Hinweise darauf, dass wir es geschafft haben, aus einem zyklischen Bärenmarkt uns hinaus zu bewegen, aber wir haben jetzt erstmal noch keinen Beweis oder keine Daten gesehen, dass wir uns tatsächlich jetzt in einem übergeordneten Bullenmarkt befinden und dementsprechend jetzt die nächsten Jahre, die noch kommen werden, verdammt viel Rendite mit sich bringen werden. Ich habe ja schon mal in dem ein oder anderen Video angeschnitten. Wir bewegen uns jetzt aktuell in diesem KI-Zyklus, der wirklich
sehr viel Geld generieren wird und dementsprechend hat man wirklich verdammt gute Chancen, an den Aktienmärkten jetzt sein Geld auch nochmal um einiges zu vervielfachen. Aber vorher müssen wir uns noch einige Daten und Fakten anschauen. Und so sehen wir zum Beispiel hier ganz klar in diesem Chart, dass der Markt sich immer wieder in übergeordneten Bären- und Bullenmärkten bewegt. Wenn man jetzt sich fragt, okay, wo ist denn der Unterschied? Nun ja, zum einen sehen wir ganz klar, in den übergeordneten Bärenmärkten haben wir nichts weiter als eine Seitwärtsbewegung. Das heißt aber auch, dass man sogar in einem übergeordneten Bärenmarkt echt gutes Geld verdienen kann. Das Schöne ist natürlich, in einem übergeordneten Bullenmarkt muss man nicht wirklich viel nachdenken. Hier seht ihr, hier geht es eigentlich geradewegs nach oben und immer wieder, wenn man zwischendurch diese Dips hat, dann kann man die einfach ganz schön für sich nutzen, um dann am Ende des Tages zum Beispiel hier dann irgendwo im oberen Bereich dann auszusteigen. Vor allem, wenn man langfristig investiert, kann man hier quasi nicht verlieren. Unter anderem kann man auch sehr schön erkennen, ob man sich in einem übergeordneten Bullen- oder Bärenmarkt befindet, indem man sich zum Beispiel die 50-monatige Durchschnittslinie anschaut. Denn zum Beispiel in einem übergeordneten Bullenmarkt befindet man sich immer wieder über dieser Linie und immer wenn das angetestet wird, funktioniert diese als Support und der Markt steigt sofort weiter nach oben. In einem übergeordneten Bärenmarkt sehen wir zum Beispiel, dass wir diese Linie tatsächlich komplett durchbrechen und damit läuten wir im Grunde genommen auch den übergeordneten Bärenmarkt ein und dann beginnt diese Seitwärtsphase. Und damit wir auch wirklich dann irgendwann rausfinden, ob wir uns in einem übergeordneten Bären- oder Bullenmarkt befinden, müssen wir uns noch weitere Indikatoren anschauen. Denn wenn wir uns das jetzt zum Beispiel anschauen, während eines übergeordneten Bullenmarktes können wir ganz klar erkennen, dass wir zwischendurch zwar immer wieder diese Einbrüche haben, diese aber wirklich marginal sind. Und wenn man das hier sogar nochmal nutzt, um seine Kurse zu verbilligen, dann wird man extreme Renditen erreichen können. Und erst wenn dann die größeren Brüche reinkommen, dann wird tatsächlich der übergeordnete Bärenmarkt eingeleitet und dann wird es auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Also man sieht zum Beispiel auch während eines richtigen Bullenmarktes, es bedeutet nicht, dass die Aktienmärkte jetzt einfach nur die ganze Zeit nach oben steigen und das alles super leicht ist. Nein, denn auch hier zwischendurch hat man turbulente Zeiten, wo der Markt dann um 28% dann einbricht oder hier zum Beispiel um 10% korrigiert. Aber wie man sieht, insgesamt geht das Ganze dann geradewegs nach oben und erst wenn wir dann wirklich dann diese größeren Korrekturen sehen, erst dann ist das quasi so ein kleines Indiz, dass wir dann einen größeren Bärenmarkt erwarten werden, beziehungsweise einen übergeordneten Bärenmarkt. Es gibt hier auch zum Beispiel die Bollinger Bands, das ist auch ein sehr cooler Indikator, um das Ganze festzustellen. Und hier sehen wir auch, dass wir uns geradewegs in einem übergeordneten Bullenmarkt über diesen Linien bewegen, quasi genau wie bei den Durchschnittslinien. Und diese dann als Support antesten und das erste Mal, dass wir dann unter diese Linien fallen, ist quasi das erste Indiz, dass wir uns darauf vorbereiten, einen Switch zu tätigen in einen übergeordneten Bärenmarkt. Und hier ist das dann ziemlich eindeutig, hier sind wir dann wirklich komplett drunter gerutscht und somit wurde da auch der übergeordnete Bärenmarkt dann erstmal für diese Seitwärtsphase eingeläutet. Man kann sich das Ganze zum Beispiel auch mal anschauen, sehr schön, 1998 bis 2023, da kann man das auch ganz klar erkennen. Wir rutschen mit dem Kurs unter diese Bänder und dann wird der übergeordnete Bärenmarkt im Endeffekt eingeläutet. Und diese Rallye, die dann im Nachhinein stattgefunden hat bis 2008, bevor es dann eben wieder runterging, war ganz klar in einem übergeordneten Bärenmarkt. Und deswegen hätte man auch damit rechnen können, dass das Ganze wieder sehr stark dort einbrechen wird. Wenn wir uns das Ganze noch einmal hier genauer anschauen, dann werden wir zum Beispiel sehen, dass wir, nachdem wir es geschafft hatten, zum Beispiel nach der Finanzkrise im Jahr 2008, diese Bänder wieder nach oben zu durchbrechen, ähnlich wie bei den anderen Indikatoren, uns seitdem immer wieder über diesen Linien befunden hatten und auch im letzten Bärenmarkt, jetzt zum Beispiel im Jahr 2022 oder auch im Jahr 2020, diese Linien nicht nochmal durchbrochen haben und deswegen jetzt immer noch aktuell in einem übergeordneten Bullenmarkt laufen. Und das Schöne an den übergeordneten Bullenmärkten ist, dass diese sehr lange laufen. Das heißt, das ist jetzt keine Geschichte von ein, zwei Jahren und dann ist es schon vorbei. Nein, die dauern deutlich länger und deswegen geht man auch davon aus, dass man zumindest noch die nächsten 5, 6 Jahre sich immer noch in diesem übergeordneten Bullenmarkt befinden wird. Also es sind schon wirklich sehr, sehr eindeutige Indikatoren. Man kann das Ganze sogar bei TradingView, das ist ja die Plattform, die ich selber nutze, um zum Beispiel Charts auszuwerten, auch mal anschauen mit den Durchschnittslinien, zum Beispiel 50 Tage, 100 und 200 Tage Durchschnittslinien. Wenn wir uns das einmal anschauen und das zum Beispiel auch genau das gleiche Spiel im Jahr 1970 bis 1975, dann sehen wir auch, dass wir vorher uns immer wieder über diesen Linien befunden hatten. Zumindest die 200-Tage-Durchschnittslinie hat immer wieder als Support gehalten. Und das erste Mal, dass wir diese 200-Tage-Durchschnittslinie durchbrechen, nach unten durchbrechen, wird quasi das erste Indiz sein, dass wir uns dann in einem übergeordneten Bärenmarkt befinden. Und das zweite Mal sieht man das Ganze zum Beispiel auch hier nochmal 1974.
Und im Grunde genommen passiert hier nichts weiter als eine Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten. Genau das Gleiche seht ihr auch zum Beispiel während der Dotcom-Krise und der Finanzkrise. Hier seht ihr die Durchschnittslinie, die 200-Tage-Durchschnittslinie wurde durchbrochen. Daraufhin haben wir hier ein neues Tief gebildet, hatten zwar hier noch einmal einen Run, haben es aber nochmal geschafft, das Ganze komplett zu durchbrechen. Und im Grunde genommen ist hier über Jahre nichts weiter passiert als eine Seitwärtsbewegung. Schauen wir uns das Ganze noch einmal rausgezoomt an, dann werden wir direkt feststellen, dass die letzten Bärenmärkte, die wir hatten im Jahr 2020 und im Jahr 2022, nicht mal annähernd so aussehen wie die vorherigen übergeordneten Bärenmärkte. Und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass wir uns aktuell in einem sogenannten übergeordneten Bullmarkt befinden. Das waren jetzt auf jeden Fall ganz viele Daten, Fakten und Charts, die uns ganz klar beweisen, dass wir uns aktuell immer noch in einem sogenannten übergeordneten Bullenmarkt befinden. Hier nochmal ganz klar angemerkt, wie immer ist das Ganze keine Finanzempfehlung oder keine Handlungsempfehlung. Bitte macht eure eigenen Analysen und wertet eure eigenen Daten aus, wenn ihr euch dann dafür entscheidet, Geld zu investieren. Aber es deutet schon wirklich alles darauf hin, dass man sein Geld lieber in den Aktienmärkten platzieren sollte als eben nicht, da diese beide Dip-Strategie bisher sehr, sehr gut funktioniert hat. Vor allem in den übergeordneten Bullenmärkten funktioniert die einfach hervorragend und es deutet immer noch kein Zeichen darauf, dass wir jetzt demnächst einen Switch haben werden in diesen übergeordneten Bärenmarkt. Und sollte das wirklich jetzt weiter so laufen, dann würde man einfach sehr viele Jahre an guter Rendite verlieren. Viele haben ja schon das Jahr 2022 verpasst, weil dort einfach sehr viel Angst verbreitet wurde. Interessant wird es natürlich im Jahr 2024, da jetzt aktuell der Markt auch so ein bisschen geschwappt ist in Richtung Zinssenkungen. Also aktuell gehen alle wirklich davon aus, dass wir im Jahr 2024 echt ordentliche Zinssenkungen bekommen werden. Viele haben ja Sorgen, weil es überall im Internet, und das habe ich auch immer wieder erklärt, eigentlich so aussieht, dass die Märkte erst korrigieren oder einbrechen, wenn die Zinssenkungen dann von den Notenbanken verkündet werden. Ich habe jetzt aktuell ein kleines Problem, dass ja quasi jeder an den Aktienmärkten das weiß, also diesen Indikator beobachtet ja wirklich der letzte Depp. Ich selber gucke mir das auch den ganzen Tag an und da muss ich ganz klar sagen, ich zweifle langsam so ein bisschen daran, dass wir wirklich diesen Crash sehen werden, weil alle sich auf die Zinssenkungen konzentrieren. Du kannst mir gerne mal deine Meinung dazu reinschreiben, was du von dem ganzen Thema hältst, aber das lässt mich schon ein bisschen daran zweifeln, dass wir quasi genau mit den Zinssenkungen einen krassen Crash sehen werden. Und da habe ich mich persönlich dafür entschieden, zu 100% in die Aktienmärkte einzusteigen, schaffe immer wieder neue Liquidität bei, um dann eben nachzukaufen. Man sieht zum Beispiel auch sehr schön beim Russell 2000, dass dieser jetzt zwar kurz vor einer kleineren Korrektur steht, aber erstmal jetzt die nächsten Monate und Quartale dann wieder vor einem starken Run steht, worauf ich persönlich auch setze. Und generell muss man hier auch nachvollziehen, weil viele ja auch über eine Rezession reden im Jahr 2024 und ich selbst ja auch. Und dazu habe ich auch zum Beispiel eine sehr interessante These letztens im Internet gelesen, dass ja die Aktienmärkte generell rotieren. Das habe ich euch ja auch zum Beispiel sehr, sehr oft gezeigt, dass immer wieder wir sehen konnten, dass zum Beispiel ein bestimmter Sektor oder einige bestimmte Sektoren in verschiedenen Jahren schlecht laufen, aber dafür in den darauffolgenden Jahren überperformen. Das kann man immer wieder sehen, dass Geld zirkuliert in den Märkten und dass damit einhergehend quasi wir auch eine rotierende Rezession schon hatten in den USA, dass man zum Beispiel sehen konnte bei den Chip-Herstellern, dass die ja schlechte Jahre hatten. Jetzt haben die wiederum gute Jahre. Dafür haben zum Beispiel die erneuerbaren Energien ihre Probleme wie Solar- und E-Autos. Also dass das quasi alles rotiert im Hintergrund passiert. Und der Kleinanleger bleibt erstmal verwirrt, hat Angst zu investieren, weil er auf diesen ganz großen Crash wartet. Und wenn man jetzt sich langfristig die Aktienmärkte anschaut, dann wird man auf jeden Fall relativ schnell rausfinden, dass man immer besser dran ist, wenn man investiert ist und nicht voller Panik ist und an der Seitenlinie die ganze Zeit steht. Und falls man sich jetzt nicht entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt man das Ganze perfekt timet, dann kann man sich den einen oder anderen Indikator rauspicken. Das habe ich euch auch in Videos schon erklärt. Und dann zumindest mit einer Dollar-Cost-Averaging-Strategie schon mal anfangen, dort einzusteigen. Wie immer ist das Ganze keine Finanzempfehlung, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, aber mich interessiert natürlich auch deine persönliche Meinung. Hast du noch andere Thesen, andere Indikatoren? Teil das super gerne mit der Community. Ich danke euch allen auf jeden Fall für den Support dieses Jahr. Das ist ein sehr, sehr krasses Jahr für mich gewesen. Wenn ihr mir gerne dabei helfen wollt, die 10.000 zu knacken, dann lasst mir gerne jetzt ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr up to date und natürlich auch gerne einen kostenlosen Daumen da lassen und wir sehen uns im nächsten Video.